So, liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße recht herzlich hier zur AK3 Bildungssitzung und Kultur und Medien. Bei diesigem, aber schwülen Sommerwetter, hier drin ja nicht, aber draußen. Ich bitte euch, falls vorhanden, ich mache das gleich irgendwie ins Pad, die Teilnehmer einzutragen, aber ich kann es auch 1, 2, 3, wie immer. Entschuldigung, ja, auf dem alten Pad-Server. Ja, wäre, ne, so. Wir haben eine kleine Tagesordnung zusammengestellt. 9. Schulrechtsänderungsgesetz, Top 1, Top 2, Antrag Lehrmittelfreiheit. Top 3 wird gerade ergänzt durch Gesetz zur irgendwie Denkmalgeschichte. Top 4 soll die AK-Klausur sein, die man vielleicht heute mal strukturierter angehen könnte, so mit Agenda-Setting etc. Und Top 5 Verschiedenes, was sonst so ansteht. Genau, so. Gibt es noch Ergänzungen zur Tagesordnung? Wenn es die gibt, bitte auch da reinkippen. Bitte? Die alte Tagesordnung? Da du jetzt wieder raus bist, jetzt bist du wieder drin. Wie auch immer, Top 1, 9. Schulrechtsänderungsgesetz und der Unterpunkt Konnexität und würde da an den Bereich Schule abgeben wollen. Ja, zum 9. Schulrechtsänderungsgesetz hatten wir ja letzte Woche ellenlange Anhörungen und da jede Menge Argumente vernommen. Die ganze Debatte spitzt sich ziemlich auf die Frage der Finanzierung zu zurzeit. Die kommunalen Spitzenverbände haben sehr eindeutig Stellung bezogen und sagen, für sie ist das ein Gesetzgebungsverfahren, das unter die Connex AG fällt. Also sie wollen, dass das Land da Mittel bereitstellt, also nach den Regeln des Connex AG. Und drohen auch schon munter mit Verfassungsklage, falls dem nicht gefolgt wird. Die Kollegen von den bürgerlichen Oppositionsfraktionen haben sich diese Position in Gänze zu eigen gemacht und entsprechende Pressearbeit direkt angefangen und auch kundgetan, dass sie meinen, dass der Gesetzentwurf deswegen zurückzuziehen wäre. Die CDU hat dazu jetzt noch einen Antrag fürs Plenum gestellt, in dem sie das Ganze dann nochmal in dieser Form der Öffentlichkeit auswalzen werden. Da müssen wir uns natürlich irgendwie zu verhalten. Und ja, sollten wir die Möglichkeit nutzen, hier nochmal uns da Gedanken zu machen, wie wir uns positionieren können. Zu sagen ist, zu der Frage sind verschiedene Rechtsgutachten erstellt worden. Eines im Auftrag der Landesregierung von einem Professor Schwarz. Der war bei der Anhörung leider krankheitsbedingt nicht da. Das heißt, in der Anhörung selbst ist die Position der Landesregierung überhaupt nicht vorgetragen worden. Das war ein ziemliches Pech für die. Außerdem hat der Städtetag ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Der Gutachter war bei der Anhörung und hat sehr vehement davon gesprochen, dass das völlig klar sei, dass hier Connex AG greifen müsste. Wir haben beide Gutachten von unserem Justiziar auswerten lassen und der kommt zu der Position, dass das nicht so klar wäre und dass die Position der Landesregierung nicht völlig aus der Luft gegriffen wäre. Also auf der rechtlichen Seite könnte es gut sein, dass es schon in Ordnung ist, was die Landesregierung da macht. Die andere Frage ist aber, was ist es politisch? Und ja, da sind wir natürlich dafür, dass das Land in der ganzen Frage finanziell Verantwortung übernimmt. Die Art und Weise, wie das geschieht, da sind wir nicht festgelegt. Entsprechend werden wir jetzt wohl auch zu dem Antrag der CDU nicht direkt
Jubelchöre einfallen und sagen, alles klar, ihr habt recht, der Gesetzentwurf muss zurückgezogen werden, sondern wollen uns das für die Gelegenheit noch offen halten. Klar ist aber, irgendwann ist die Frage zu entscheiden. Es ist nicht damit zu rechnen, dass das zurückgezogen wird. Das wäre ja ein unglaublicher Gesichtsverlust. Und ja, da haben wir dann irgendwann, möglichst bald, eine Position zuzufinden. Ja, ich würde das gerne nochmal unterstreichen, was der Johannes gesagt hat. Das Problem ist für uns, wenn wir uns jetzt ganz klar dahinstellen und sagen, das ist konnexitätsrelevant, dann werden wir diesem Gesetz an keiner Stelle mehr zustimmen können. Und wenn die Landesregierung uns in 1, 2, 3 Punkten, keine Ahnung, entgegenkommt, dann kriegen wir große Probleme. Und deshalb würde ich jetzt an dieser Stelle tatsächlich diese Gutachten abwarten wollen und schauen halt, ich denke auch, die Kommunen sind natürlich in irgendeiner Form in der Pflicht, sodass wir jetzt da zunächst abwarten wollen, aber uns jetzt nicht ganz klar schon hinstellen und sagen, die Landesregierung muss komplett die Kosten übernehmen, weil dann können wir dem Gesetz, egal wie es sich halt auch verändert, zu unseren Gunsten oder egal, was wir noch erreichen können, dann können wir dem einfach nicht mehr zustimmen. Insofern ist jetzt im Moment der Punkt, wo wir nochmal eine Runde vorsichtig sein wollen, um dann, wie du sagst, das gemeinsam entscheiden zu können, ne? Hier im AK oder halt, dass wir uns zusammensetzen und wenn es dann ernst wird zum Herbst, dass wir dann überlegen, was wir machen. Also zur Ergänzung noch, wieder einer von den kommunalen Spitzenverbänden hat jetzt noch ein Gutachten in Auftrag gegeben, das ist aber kein Rechtsgutachten, sondern so eine Art Folgekostenabschätzung. Die Landesregierung hat darauf verzichtet, eine solche durchzuführen, führt ins Feld, dass es für sie nicht möglich gewesen wäre. Das heißt, es wird darüber jetzt geredet, ohne dass es auch nur eine irgendwie Prognose gibt, das wird so und so viel kosten für die Kommunen. Jetzt lassen sie das selbst machen, das ist natürlich dann mit großer Vorsicht zu genießen, was da als Ergebnis rauskommt, aber es wird wohl im Sommer irgendwann dieses Gutachten geben, wo man dann wenigstens von der einen Seite mal eine Zahl hört. Dem Antrag selber muss man halt auch sagen, dass die CDU im Grunde dieses Gesetz nur benutzt, um die Grundsatzfrage der Konnexität zu stellen, was ich also auch scharf kritisiere, weil ich glaube, dass es in diesem Fall nicht um Grundsatzdiskussionen gehen kann, sondern nur darum, wie man halt den Leuten, den Betreffenden helfen kann. Und sie verlangen aber unten drunter, dass man jetzt dafür sorgt, dass nie wieder so ein Fall irgendwie in Zweifel gezogen wird. Also ich finde, das ist auch das falsche Thema, eine Grundsatzdebatte über Konnexität anzustellen, die sicherlich sinnvoll ist und die man führen muss, aber ich finde nicht auf dem Rücken dieses Schulrechtsänderungsgesetzes. Gibt es weitere Diskussionsbeiträge? Ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass die GEW gefordert hat, dass das zur Landesaufgabe oder was, oder zur Verfassung, Staatsziel, genau, Entschuldigung, das war das Wort, was mir entfallen war. Ich weiß nicht, das soll in die Landesverfassung oder ins Grundgesetz, weiß nicht, Landesverfassung, ja. Also es ist ein Entschluss auf dem Bundesgewerkschaftstag gewesen, also anzunehmen, dass sie das entweder für alle Länder oder dann gleich Richtung Grundgesetz. Aber wobei das ja mit dann auch die Frage beantworten würde, Thema Konnexität, also wer es halt bezahlt, wenn das halt Staatsziel wird. Also ich finde es gut, dass es offen bleibt, weil da ist sicherlich noch einiges zu diskutieren und abzuwägen. Okay, weitere Diskussionsbeiträge dazu? Also dann würden wir, wenn das nicht der Fall ist, würden wir, glaube ich, hier markar darüber so befinden, wenn nicht Widerspruch hätte, dass wir genau den Schulleuten jetzt sagen, okay, dass ihr das so offen haltet, wie ihr das ja vorgeschlagen habt. Ich weiß nicht, da müsstet ihr euch Abgeordnete vielleicht. Also wir würden uns halt bei diesem CDU-Antrag deshalb auch enthalten wollen.
Also mit der Begründung, wir warten halt diese Stellungnahme noch ab, ne? Diese Folgenkostenabschätzung, weil im Grunde niemand im Moment weiß, um was für Gelder es geht. Und ich denke, es gibt ja auch eine gemeinsame Verantwortung von Kommunen und Land, ne? Und es geht im Moment nur darum, sich den schwarzen Peter zuzuschieben, anstatt mal zu gucken, was können wir eigentlich leisten und was können, ne, die anderen tun. Und das wäre jetzt so halt der Weg, den wir jetzt gehen würden. Ja, gibt es dazu Widerspruch? Sehe ich nicht. Du hast Widerspruch? Oder was war das? Sei jetzt nicht so viel. Na, wie auch immer. Ja, gut. Dann ist das so, kann man das ja so empfehlen, morgen für die Fraktionssitzung, dass wir, also für die Beschlussempfehlung oder was, ne? Und so weiter. Gut, dann Top 2, Antrag Lernmittelfreiheit. Schule. Ja, der hat uns hier ja schon öfter beschäftigt. Wir haben beim vorletzten Mal recht ausführlich das nochmal durchdiskutiert und daraufhin habe ich den letzten Teil, das, was zu beschließen ist, da nochmal angepasst an die damaligen Diskussionsergebnisse. Nochmal kurz Zusammenfassung. Es geht darum, dass wir ein Projekt fordern, in dem ein CC-lizenziertes Lernmittel, also eine entsprechend zu einem konventionellen Schulbuch mit Mitteln des Landes produziert wird. Und dazu soll die Landesregierung ein Konzept erarbeiten unter Beteiligung von Fachleuten und dem Schulausschuss, wie sowas funktionieren kann und dabei verschiedene Möglichkeiten der Finanzierung prüfen. Dann soll ein Pilotprojekt durchgeführt werden und als dritter Punkt soll die Landesregierung sich in der Kultusministerkonferenz für den Einsatz von Lernmitteln unter freien Lizenzen einsetzen. Ich würde das gerne, sofern es hier Zustimmung findet, bald durch die Fraktionssitzung bestätigen lassen, dass wir das bei Zeiten einbringen können und deswegen hier nochmal die Gelegenheit geben, dazu Fragen zu stellen oder Bedenken zu äußern oder sonst irgendwas zu sagen. Feuer frei. Gibt kein Feuer? Ist jedem bewusst, worüber wir, haben wir ja schon mal drüber diskutiert, dürfte eigentlich in irgendeinem, im Pad unten, aber ist ja Kernthema und so weiter, bla bla. Ja, dann würde ich sagen, dass der AK3 das beschließt, dass wir das so machen. Vielleicht können wir das noch, hat es das im Pad gemacht oder? Ja, dass wir das verlinken wir dann gleich nochmal da rein. Oder jetzt, weiß ich nicht. Weißt du das auswendig, welche Nummer? Wer kann denn mal eben schnell? Kann es jemand mal eben schnell hochkopieren, bitte? Da ist es. Hast du jetzt jemand hochkopiert? Tja, danach stand hier Verbindung getäuscht. Ja, also würden wir jetzt sagen, okay, der AK3 befindet darüber, dass wir den Antrag gut finden und würden eigentlich die zuständigen Abgeordneten dazu bitten, das in die Fraktionssitzung zu tragen. Ja? Gegen Widerspruch. Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Top 3. Danke für die Arbeit. Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Schutz der Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen. Wer auch immer dafür zuständig ist, bitte jetzt. Ich fange mal an.
Und zwar, wir hatten ja am 6. Juni eine lange öffentliche Anhörung mit ganz vielen Experten zum Thema Denkmalschutz und der geplanten Änderungsgesetzes, welches Rot-Grün auf den Tisch gebracht hat, was einige Kontroversen hervorgerufen hat. Es sollen nach einem Richterspruch aus Münster, war das, glaube ich, für Rechtslücken aufgedeckt worden sind im bisherigen NRW-Denkmalschutzgesetz, sollen das Verursacherprinzip sowie ein Schatzregal in NRW eingeführt werden. Ich weiß jetzt nicht, wie weit jetzt die anderen hier überhaupt im Bilde sind oder ob ich jetzt quasi so eine kleine von Null Einführung hier zum Besten geben soll. Vielleicht mögen auch die Bauen- und Verkehrleute was dazu sagen, weil das schließlich euer federführender Ausschuss ist. Soll ich jenes tun? Ich versuche es mal kurz mal. Es geht um Bodendenkmäler, also um Sachen, die man findet. Wenn man vor allem an einer Baustelle ein Haus baut oder irgendwas irgendwie aus irgendwelchen anderen Gründen gräbt. Natürlich auch, wenn man mit entsprechenden Sonden oder sowas absichtlich versucht, Dinge zu finden. Das ist in Nordrhein-Westfalen nicht geregelt, das soll geregelt werden. Und Versuche der SPD und der Grünen, das zu regeln, auch so ein Schatzregal zum Beispiel einzuführen, das heißt, dass alle Funde erstmal dem Land gehören, das verursachte wesentlich mehr Aufregung in Nordrhein-Westfalen als bei vielen anderen Gesetzen, die wir so einführen wollen. Und es kamen Stellungnahmen, auch entgegengesetzter Meinung natürlich, vor allem zum Beispiel, was die Sondengänger betrifft. Die einen fanden das im höchsten Maße schlimm und andere wollten das gerne nicht reglementiert wissen. Und ich glaube, da kam auch für die SPD und für die Grünen wesentlich mehr zurück in der Anhörung und in den Stellungnahmen, als sie vermutet hatten. Die dachten wohl, sie könnten mal eben so ein schönes Gesetz beschließen. Ich glaube, es wird auf jeden Fall Änderungen geben zum Verfahren. Wir haben am diesen Mittwoch Sprecherkreis in unserem Ausschuss, der ist federführend, der Bauen und Verkehr, und werden bereden, wie es weitergeht und ob das noch diesen Monat im Ausschuss auf die Tagesordnung kommt. Wir werden, glaube ich, morgen nochmal drüber sprechen hier. Also wir hier intern werden wahrscheinlich morgen gegen 15 Uhr hier im B49 nochmal das Thema aufgreifen. Diesmal bin ich auch länger da und gucken, wie unsere Forderungen sind. Wir werden wohl Änderungsanträge einreichen von den Piraten aus. Die müssen natürlich nicht am Mittwoch eingereicht werden, sondern erst im Ausschuss. Selbst der Kulturausschuss ist aber dann früher dran, ne? Ja, der Kulturausschuss tagt am diesen Mittwochmorgen um 9 Uhr bis maximal 9.55 Uhr vor dem Plenum. Und das wäre dann sozusagen der Punkt. Wir haben gesagt, wir wollen Änderungsanträge einreichen, werden aber die am Mittwoch im Ausschuss noch nicht vorlegen. Das heißt, wir sollten uns dann da nur in dem Maße einlassen, dass wir eben sagen, wir werden Änderungsanträge vorlegen, und zwar für den federführenden Ausschuss in der darauffolgenden Woche dann. Gibt es noch Fragen zu dem Punkt? Anmerkungen, Fragen? Bitte? Weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist, okay. Jetzt bin mal eben ganz ein bisschen ketzerisch. Also dadurch ja, dass der federführende Ausschuss Bauen, Wohnen, Verkehr und sonstiges Gedöns ist, weiß ich nicht, ob das hier der richtige Rahmen ist. Also wenn jetzt wirklich was explizit nur auf den Kulturbereich hier aufploppen würde. Achso, aber es ist dementsprechend okay. Also eigentlich die Federführung wäre woanders. Ja, so ist es halt manchmal. Aber wir haben da eine konkrete Idee, wie wir auf jeden Fall mit einem Änderungsantrag ins Rennen gehen werden. Und so werden wir uns da halt dran beteiligen. Okay, das klärt ihr aber dann untereinander jetzt. Habt das schon. Es läuft. Das ist schön. Das finde ich gut.
unchristliche Zeit, 9 Uhr morgens, aber gut, nicht mein Problem. So, dann Acker 4, Acker Klausur, Top 4, Entschuldigung. Wir hatten, glaube ich, beim letzten Mal einen Termin festgezogen schon, so, da war ziemlich vage noch in der, ich überlege gerade, wo, ich muss mal eben im Pad runterscrollen. Juli, ja. Waren da alle für, dass wir das da machen? Also wir hatten hier die, also wir hatten eine 4- bis 5-stündige Agenda vorgesehen, straff organisiert. Und was war das jetzt? 15. Juli, ja? Gut, die Frage lautet, wer schreibt denn hier so ein Quatsch? Toll. Ich bin heute nicht so mit Konzept. Die Frage lautet, wie machen wir die Vorbereitung dafür? Sollen wir als Koordinatoren da was vorbereiten? Oder soll aus den einzelnen Bereichen des AKs hier die Vorschläge entwickelt werden, also entweder von den Abgeordneten in Verbindung mit Referenten oder sollen die Koordinatoren dort tätig werden? Also, bitte? Also wenn wir uns vier bis fünf Stunden Zeit nehmen, würde ich sagen, bei den 3 Themenschwerpunkten können wir gut, also 90 Minuten pro Thema irgendwie reden, weil wir müssen ja auch Pause mit einrechnen und so weiter. Die Idee war ja, dass man die Arbeit, die wir in den nächsten halben Jahr hier uns vornehmen, dort schon mal inhaltlich mal vorbereitet, indem man wirklich Sachen auch mal ausdiskutieren kann und nicht so wie hier, das leider oftmals aufgrund der Struktur der AKs irgendwie ja nur angerissen werden kann. Und dort ist meine Auffassung auch, dass es da auch nur um unsere Initiativen gehen soll und nicht irgendwie um den Kram, der hier sonst so läuft. Es sei denn Thema Inklusion, weil das beschäftigt, weiß ich nicht. Aber eigentlich geht es um unsere Initiative. Wir haben ja also diese reaktive Politik, die hier manchmal betrieben wird, ist, glaube ich, nicht das, was dieser AK hier machen soll, sondern der AK ist eigentlich dafür, da hier die Denkfabrik zu sein für die Fraktion, um eigene Initiativen zu starten. So habe ich es immer verstanden. Und deswegen war eigentlich die Idee, dass man wirklich fokussiert in den 4 bis 5 Stunden sich mal intensiv darüber Gedanken macht, was wir im nächsten halben Jahr aus den einzelnen Bereichen machen und das dann auch schon mal ausdiskutieren, sodass man dann wirklich hier mit einem schlüssigen Konzept aus dem AK irgendwie aufploppen kann in der Fraktionssitzung oder wo auch immer. Ne? So, das war eigentlich so die Grundidee, die wir dahinter hatten. Und wir hatten, ich habe das auch schon mal in der Referentenrunde angesprochen für die in der Schattenfraktion, hier die anderen auch anzuregen, das mal in ihren AKs zu machen. Da weiß ich jetzt den aktuellen Stand. Ich weiß nur, dass die Andrea da auch sehr dran interessiert war für den AK Familie und so weiter. AK 1 ist es, glaube ich, genau, und so weiter. Und die auch nach einem Termin suchen. Deswegen einfach nur die Frage, wie wir es organisatorisch auf die Beine stellen. Also die Räumlichkeiten und so, das organisieren wir alles, aber inhaltlich müssten wir dann Zulieferungen bekommen. Das wäre, also damit man das ein bisschen straff machen kann. Katrin. Ich würde da gerne ein bisschen widersprechen, was das Reaktive angeht. Wir haben jetzt bei uns im Kultur-Medienausschuss in den nächsten Monaten 2 harte Brocken auf der Tagesordnung. Das ist einmal das Landesmediengesetz, das ist einmal das Kulturfördergesetz. Und egal wie reaktiv das ist, wir müssen reagieren. So, das heißt, werden das wohl relativ große Brocken sein. Beim Landesmediengesetz können wir davon ausgehen, dass eben ungefähr in dieser Zeit
der Referentenentwurf vorliegt. Der Arbeitsentwurf liegt schon vor. Kulturfördergesetz ist auch für den Sommer, für den Herbst geplant. Also das heißt, das sind einfach zwei Brockenthemen, die im nächsten halben Jahr richtig aufschlagen werden. Und wo ich schon der Meinung bin, wenn wir uns so eine 4-5-Stunden-Sitzung hier antun, könnten wir da durchaus auch drüber reden, dass wir uns in diesen beiden Bereichen dann auch mal positionieren. In 90 Minuten Diskussion. Naja, zumindest insofern andiskutieren, als dass man sagen könnte, 90 Minuten geteilt durch 45, dann hat man für beides zwei. Da kann man mal 20 Minuten lang wirklich die Sachstände, wie sie sind, vorstellen und mal eben auch schon mal dann eben 20 Minuten lang überlegen, in welche Richtung wir dann in Zukunft vernünftig weiterarbeiten sollen. Denn ansonsten ist da Input bisher noch nicht so viel gekommen. Jetzt auch zum Beispiel im Rahmen der Online-Konsultation haben wir keine Rückmeldungen bekommen. Das heißt, wenn wir hier in Bezug auf die Gesetze, die uns da vorliegen werden, Positionen entwickeln wollen, müssen wir das hier tun. Also vom Vorgehen her, ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt schon darüber gesprochen hatten, ob ich das alles mitbekommen habe, aber vom Vorgehen her fände ich es gut, wenn wir tatsächlich sehr vorbereitet reingehen. Und zwar nicht nur etwas auf Papier vorliegen haben, sondern tatsächlich das Thema, worüber wir dann sprechen, wirklich vorgestellt wird. Muss ja nicht unbedingt eine PowerPoint-Präsentation sein, aber dass das wirklich vorbereitet vorgestellt wird und auch der Stand der Diskussion und die möglichen Überlegungen vorgestellt werden. Also tatsächlich vortragsmäßig, weil man dann einfach eine viel, viel bessere Ebene hat, nach so einem Briefing, um darüber zu diskutieren und dann daran eine Diskussion anzuschließen. Erschöpfend wird man das sowieso auch in 90 Minuten oder sowas für ein Thema natürlich nicht machen können, aber dann hat man eine Ebene, auf der man wirklich auch zwischen Tür und Angel oder beim Mittagessen auch nochmal weiter diskutieren kann. Dann hat man eine Ebene, wo man weiß, okay, da sind noch 2-3 Leute, die können daran mitarbeiten oder sowas, damit man mit einem Thema vielleicht auch nicht alleine dasteht. Und Thema, ich weiß nicht, was sich bisher da vorgestellt wurde, was die Themen betrifft, würde ich natürlich gerne Open Access als mit einbringen, auch wenn das bedeuten würde, dass ich es vorstellen muss. Von mir aus, wenn du den Vortrag hältst darüber. Also es gibt ja 2 Möglichkeiten. Das erste war das, was ich gerade skizziert habe. Wir gucken, was wir an Aktivitäten machen, oder wir machen das anders, dass wir zum Beispiel eure beiden, also ich könnte auch über das Hochschulgesetz referieren, was nämlich, hoffe ich, also über die Eckpunkte des Hochschulgesetzes wäre vielleicht für einige Leute auch interessant. Das ist gar nicht das Problem, sondern die Frage ist, was soll die Fraktionsklausur, ach, die AK-Klausur und, mein Gott, heute habe ich es auch. Die AK-Klausurtagung uns bringen für unsere weitere Arbeit. So. Das kann natürlich auch sein, dass wir uns erstmal informieren darüber, was hier aufploppt. Dann muss man aber, wenn man das so macht, einen zweiten Termin direkt anschließen, von mir aus auch nach der Sommerpause dann, wo wir dann konkretisierend diese Sachen nochmal weiter diskutieren und unsere eigenen Sachen, weil das umtreibt mich viel mehr als dieses reaktive ich weiß, dass es dicke Dinger sind, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, Hochschulgesetz wird auch ein Riesending. Nein, ich guck's durch mich durch, ich weiß. Aber Die Frage ist ja eher, in welche Richtung wir uns hier bewegen und ob wir uns von den anderen treiben lassen oder hier selber Akzente setzen. So, das ist immer für mich, ist jetzt vielleicht meine Meinung einfach nur, aber es sollte hier eigentlich doch eher die Mehrheitsmeinung sein, dass wir unsere Sachen vorantreiben und uns hier nicht von den anderen so übertünchen lassen mit irgendwelchen Riesenbaustellen, die aufmachen. Aber gut, dann lass uns, also ich finde ja den Einwand bei so 2 Riesengesetzvorhaben, die da Kulturfördergesetz und Mediengesetz, finde ich gut, dass wir auf jeden Fall aus eurem Bereich dann, dass wer auch immer sich da beflissen fühlt, dann ein
kurzen Impuls- und Input-Referat hält dazu. Das muss sich ja auch nicht gegenseitig ausschließen. Ne? Nein, also klar. Aber man muss halt gucken, ne, wenn wir einen straffen Zeitplan haben wollen, dann muss das, so wie Olli schon sagte, dann so gut vorbereitet sein, dass das in der Zeit dann machbar ist. Und ich weiß nicht, ob wir da noch viel Raum für Diskussionen hätten. Ne? Gut. So, im Bereich Schule, wo wir gerade schon bei dem Sammeln von möglichen Sachen sind, was sagt der Johannes dazu? Zunächst einmal, für mich geht es auch dabei darum, dass wir Ideen sammeln für die nächste Zeit, für eigene Initiativen, dass wir unsere Arbeit in der Zeitstrecke ein bisschen besser noch organisiert kriegen. Und als Aufgabe könnte ich mir vorstellen für den Bereich, dass man dass unsere bildungspolitischen Programmpositionen im Hinblick auf die Kommunalwahlen durchgeht und schaut, was da sich anbietet für Initiativen. Also ich würde jetzt nicht mit schon vorgeschlagenen Themen, wir wollen diese drei Sachen machen oder sowas, da reingehen, sondern erstmal die Reflexion versuchen, was ist sinnvoll, die nächste Zeit zu machen. Ja, ich sage ja, für den Hochschulbereich können wir von bis machen. Also mir ist das relativ wurscht. Wir können über das Hochschulgesetz reden. Also der Referentenentwurf, ich war ja letzte Woche auf der Veranstaltung des Ministeriums, der Referentenentwurf wird im Herbst erwartet. Die arbeiten schwer daran, jetzt in der Sommerpause. Aber nach und nach sickert durch, in welche Richtung das gehen soll. Dazu könnte ich hier was referieren, dann wirklich auch mal ins Detail gehen und sagen, hier, da und da sind die Knackpunkte, dort haben wir sollten wir unsere Schwerpunkte legen und so weiter. Das können wir machen. Oder wir gehen in Open Access, ist ja gerade schon gefallen, das könnte man auch noch machen. Oder den Bereich des Bachelor-Masters, da gibt es auch eine ganze Menge und so weiter. Also wie gesagt, ich bin da völlig leidenschaftslos. Dann bräuchte ich einfach nur Feedback, was hier gewünscht ist. Dann machen wir das. Also da bin ich, wie gesagt, echt von 3 Minuten bis 3 Stunden ist mir egal. Also so. Matthias. Weil wir gerade bei Schwerpunktsetzung und auch Referat und Referatslängen sind, ich würde tatsächlich auch anregen, dass wir jedenfalls zu den Themen, die entweder unser eigener Schwerpunkt sind, sofern wir das nicht dann in der Klausurtagung sprechen, oder aber die, ich sag mal, ein echter Schwerpunkt sind, bei dem wir dann zumindest reaktiv was tun müssen, dass da derjenige, der in der Materie wirklich drin ist, dass wir uns dann auch gerne in den normalen AKs, Viertelstunde, so viel Zeit muss sein, zu einem bestimmten, meist wird es ein Gesetzentwurf sein, nehmen, wo derjenige dann auch sagt, darum geht es in 3 Sätzen, in 5 Sätzen, dass die Historie, da kommt das Ganze her, das ist gewollt und das sind die politischen bzw. finanziellen oder anderen Streitlinien, um die es geht, damit man wirklich, das ist natürlich eine Herausforderung an den Referenten, das ist eine ganz klare Kiste, aber das dann auch so in diese 15 Minuten zu komprimieren, aber erst das, glaube ich, ermöglicht die anderen, in eine Position versetzt zu werden, in der sie dann auch wirklich halbwegs sachkundig sich auch ihre eigenen richtigen Gedanken und Anregungen machen können. Denn sonst ist man da immer, wenn einem gerade was so einfällt, dann sagt man, oh, da fällt mir was so ein, ansonsten nickt man es weg. Aber das ist sicherlich noch nicht die Schwerpunktsetzung, die hier auch locker möglich ist. Aber das bedarf tatsächlich dann der, ich sag mal, 15 Minuten ist Minimum, um sowas dann reinzubringen. Das würde ich eigentlich wirklich anregen für all die Sachen, die hier auch piratisch wichtig sind. Also auch das zum Standardverfahren zu machen. Weil ich sage mal, wenn wir das konzentriert machen und jemand bereitet es vor, haben wir diese 15 Minuten immer hier im AK.
Ja, ist ja ein guter Vorschlag. Wie gesagt, dann würde ich sagen, wir strukturieren das nochmal, reden nochmal mit den Referenten und würden dann einen Vorschlag in der nächsten Woche mal rummailen oder irgendwie ein Pad öffnen oder sowas und dann zumindest den Link zum Pad irgendwie, dann könnt ihr euch auch alle drin auslassen, wie ihr wollt, sodass wir dann wirklich einen straffen Zeitplan haben, so dass es eine rundum sorglos Veranstaltung wird. Ich wollte nur nach dem zeitlichen Rahmen, also um wie viel Uhr das von Anfang soll, nochmal fragen, dass wir das irgendwie festlegen. Wenn es ein Montag ist, ihr habt Vorstandssitzung auf jeden Fall, da seid ihr bis wann? 12. 13, Mittagessen oder so? 13 bis 18? Irgendwie sowas? Ja, 12 also wir bis... Wir kämen eventuell etwas später dann, weil wir noch den anderen AK haben. Ja, gut, aber das ist dann halt so. Ja? 13 bis 18 Uhr, ist das okay? Stream, nicht Stream? Wo ist die Ausgabe bis 18 Uhr hier? Entschuldigung, ketzerische Frage. Ich ziehe die Frage zurück. Das können wir ja noch klären. Live-Twitter, ja. Du machst den Twitter-Account an. Katrin macht Steno-Twitter. Ja, Steno-Twitter. Ja gut, sind wir ja schon einen Schritt weiter. Also, weil ich finde es immer wichtig, und das ist ja bisher manchmal hier nicht so gelaufen, dass wir irgendwie hier aus Impulse aus dieser Runde hier bekommen und nicht hier von uns beiden Koordinatoren hier mal die ganze Sache vorgegeben wird. Das wäre irgendwie, finde ich, irgendwie besser, weil das wirkt dann nicht so diktatorisch. Gut, Verschiedenes. Ach so, das mit den Kurzimpulsen nehmen wir mal auf. Das wird dann vorher dann kommuniziert, wer wann, wo, wessen 15 Minuten hier reden muss. Daniel, Verschiedenes. Ich habe auch zwei Punkte. Bitte. Zwei Punkte. Zum einen, was ich aus dem anderen Arbeitskreis mitbringe, was aber sicherlich auch hier genauso interessant ist, 3. Juli findet im Wirtschaftsausschuss die Anhörung bezüglich Störerhaftung statt. Das ist ja jetzt kein typisches Wirtschaftsthema, aber es ist nun mal da gelandet. Wir haben auch ein paar Experten eingeladen und warten noch auf die schriftlichen Stellungnahmen dazu. Die sind noch nicht da. Das wird dann relativ kurzfristig recht spannend, sobald diese Stellungnahmen vorliegen. Dann müssen wir die nämlich auseinanderlegen und gucken, an welcher Stelle man da einhaken kann mit Fragen. Das heißt, wir werden also nochmal Fragen brauchen und da kann es sein, dass wir also auf Mithilfe von allen möglichen Leuten, die sich da berufen fühlen, dann zurückgreifen möchten. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, das ist eben im Rahmen des Kultur- und Medienausschusses, was ihr vielleicht wisst, wir haben vor 2 oder 3 Wochen, war es glaube ich, die Interviews bezüglich des Rundfunkrates geführt. Personalien werde ich natürlich jetzt hier nicht sagen in öffentlicher Runde. Leider ist es noch nicht gelungen, in der Fraktionssitzung einen Beschluss herbeizuführen. Ich hoffe, dass das in der nächsten Fraktionssitzung sich dann manifestieren wird und dann können wir dann damit auch nach vorne gehen. Also das Ganze ist nicht in Vergessenheit geraten, es dauert nur leider länger, als ich mir das so gewünscht hätte. Hast du den Hinweis gerade von Moni gehört? Nee. Steht nicht auf der TU. So. Ja, das wäre mir sehr lieb. Also ich war eigentlich davon ausgegangen, dass Sachen die nicht behandelt worden sind, irgendwie automatisch sich. Aber gut. Wir haben ja morgen, hallo Lieblings-Acker, wir haben ja morgen sowieso, ich glaube, Personalfragen im nicht öffentlichen Teil. Ich denke, da können wir es dann nochmal ansprechen. Da wäre es richtig angebracht. Insofern ist es, glaube ich, nicht so schlimm, dass er jetzt noch nicht als expliziter Punkt auf der Tagesordnung steht. Von mir gibt es noch zwei organisatorische Hinweise. Zum einen hat der Ingo Ende letzter Woche, eine E-Mail geschrieben, darum gebeten, dass die einzelnen Ausschüsse jeweils kurze Texte zur Verfügung stellen. Ich denke, ich
hoffe, das habt ihr alle gelesen. Diese Texte sollen ja verwendet werden für eben kleine Ausschussflyer für den Tag der offenen Tür, wo mal eben mal kurz umrissen wird, was machen die Piraten eigentlich so in den Ausschüssen, was für Themen werden da behandelt und welche Positionen haben wir da eingenommen. Das wäre also ganz wichtig. Ich glaube, der Ingo hat bis heute da die Deadline gesetzt. Das wäre total super. Bitte? Okay. Die zweite Bitte ist, wir haben ja, oder es geht halt um die Kontaktmöglichkeiten der Arbeitskreismitglieder. Wir haben ja dazu in der Fraktion ein zentrales Adressbuch, sage ich jetzt mal, mit Möglichkeiten, die Telefonnummern zu hinterlegen und so weiter. Das wäre schön, wenn das die Mitglieder des AKs auch machen würden. Ich habe jetzt mal eben mal geschaut, ich glaube mindestens 5 Leute, die hier sitzen, sind da eben nicht eingetragen. Das ist sehr schade, weil ich hatte letztens tatsächlich den Fall, dass ich mal auf einer Veranstaltung war, auf einmal ploppte halt eben ein Thema auf, zu dem ich fachliche Unterstützung gebraucht hätte und dann surfe ich halt eben dieses Adressbuch an und schaue, finde ich da die Nummer von dem Abgeordneten oder den Fachreferenten oder zumindest einen Mitarbeiter, der mir weiterhelfen kann zu diesem Thema und habe dann keine Telefonnummer gefunden und sondern für mich bedeutet, dass ich dann rumtelefonieren musste und es war alles unnötig aufregend. Also es wäre toll, wenn ihr einfach eure Kontaktdaten dahinter lasst. Das Ganze ist nicht öffentlich, das Ganze ist nicht googelbar, also braucht ihr keine Datenschutzbedenken zu haben. Auch die Server sind in unserer Gewalt und nicht der amerikanischen NSA, also alles gut. Vielen Dank. Ich poste den Link zu diesem Ding auch noch ins Protokoll. Sehr aufmerksam von dir, Lukas. Gibt es weiteres unter Punkt Verschiedenes? Dann sind wir heute richtig gut flott durch. Ja, ich habe noch was. Eine aktuelle Stunde. Gibt's die? Zu was? Ich weiß übrigens, ich habe weder die Tagesordnung noch die aktuelle Stunde nichts mitbekommen. Irgendwie scheinen die E-Mails nicht überall anzukommen. Also ich kann da verlässlich sagen, dass die ich um 9:45 dann alle Ex-Geschrieben haben. Mikro. Mikro, bitte, wenn ihr redet. Ja, also diese Mails scheinen halt irgendwo hängen zu bleiben. Wie gesagt, es hat über eine Stunde gedauert. Wir haben nochmal geguckt, wann ich sie abgeschickt hat, und es hat wirklich über eine Stunde gedauert, bis sie woanders angekommen sind. Es kann durchaus sein, dass das andere auch betrifft, andere Infos, ne, dass sie einfach nicht, dass sie irgendwo im Moment hängen bleiben. Kurze Anfrage, damit ich mich gleich darum kümmern kann. Hast du die E-Mail verschickt von der Landtagsadresse? Okay. Aber auf diese Tagesordnung würde ich im Moment sowieso noch nicht allzu viel geben. Da scheint noch einiges im Flusse zu sein. Wenn dir das weiterhilft, ich habe heute Vormittag eine Mail von der Piratenfraktion an den Landtag geschickt. Die war jetzt nach 3 Stunden auch noch nicht da. Also an mich selber geschickt. Kommt nicht. Zu was? Die Landesregierung lässt 10.000 studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte bei den Universitäten im Stich. Ja, noch das Thema sagen. Endlich mal wieder was Neues. Nein, ist total eine ärgerliche Geschichte, haben wir aber schon in 2 Ausschüssen gehabt. Ist ja schön, dass wir da nochmal drüber reden, weil der Skandal ist ja ein Skandal. Und ja, gut, aber ist eigentlich Unterausschuss Personal und HFA, nur mal so. Hat mit uns eher weniger zu tun, weil das Problem ist ja das Landesamt für Besoldung. Du möchtest da gerne zu reden. Ich bin da gerade am Tauschen. Also ich bin, ich werde wahrscheinlich nicht können. Ja, dann, ja. Nichtraucherschutz. Nichtraucherschutz, wie schön. Endlich. Gut. Ja, ist ja auch kein Thema, was unseren AK jetzt betrifft, aber danke für die Information, ne, auch an die 35.000 Menschen im Stream. Ja, gut. Die nächste und letzte Frage, die ich hier, bitte, Johannes. Ich habe noch was. Fragestunde, Donnerstagabend, glaube ich. Da bringt ja nicht nur Dietmar das mit den armen studentischen Hilfskräften, die ihr Geld nicht kriegen, nochmal aufs Tapet. Da gibt es auch nochmal
die Frage von einer Kollegin von der FDP zum Unterrichtsausfall. Wollte ich schon mal darauf hinweisen, dass es das gibt, und es wäre auch gut, wenn wir uns an der Fragestunde beteiligen würden. Okay, Moni. Beteiligen heißt, wir bereiten irgendwelche Fragen vor und verteilen die großzügig an die Abgeordneten. Wenn wir großzügig was zu verteilen haben, ja. Zwei darf jeder stellen. Ja, für beide Themen, richtig? Genau, 40. 40 Fragen. Ich hätte auch noch einen letzten Punkt. Die Frage lautet, wir hatten ja eine Hochschulveranstaltung schon gemacht mit dem Wolfgang Lieb. Und gibt es bei anderen noch, also vielleicht nehmt ihr das mal als Hausaufgaben mit, Interesse, irgendwann auch eine Fraktionsveranstaltung zu machen? Dann brainstormt mal in euren Kreisen und lasst uns das beim nächsten Mal hier wissen, damit wir vielleicht noch eine neue Veranstaltung im Zuge der, weil wir hatten uns mal darauf verständigt, dass wir so alle halbe Jahre beziehungsweise einmal im Quartal irgendwas machen wollten an Fraktionsveranstaltungen, weil wenn man sich das angeguckt hat, das ist ja aufgezeichnet worden und es gab richtig viele Klicks da bei solchen Veranstaltungen immer, dass sich Leute das wirklich angucken. Und deswegen, das ist immer eine schöne Sache. Außerdem zeigt es vielleicht auch einfach mal, in welchen Themen wir gerade arbeiten oder wo wir uns zu Informationen einholen und wo wir uns, worüber wir gerne hier weiter diskutieren wollen. Ja, dann begrüße ich den Fraktionsvorsitzenden und schließe die AK-Sitzung. Echt? Ja. Danke. Schön, dass du nicht da warst. Bis demnächst. Sorry, Leute.